hat heute Morgen noch eine Mathearbeit in der Schule geschrieben und heute Abend, wie gesagt, seinen dritten Profikampf absolviert. Wir schauen mal rein. Den Kampf haben auch Rüdiger Mayer und Florian Wenzelmann live für Sie kommentiert. Ich darf Ihnen beide Boxer ausführlich vorstellen. In der blauen Ecke Suleiman Dak ist 32 Jahre jung, brachte beim offiziellen Wiegen 67 Kilogramm. 40 Mal betrat er den Ring als Profi. Heute sein 41. Kampf aus Hannover in der blauen Ecke Suleiman Dak. In der roten Ecke Dennis Ilber. Also zwischen Suleiman Dak und Dennis Ilber hier aus Köln. Und Sie sehen hier Suleiman Dak zunächst in der blauen Ecke. 40 Kämpfe hat er bisher absolviert. Davon konnte er nur 9 gewinnen, 4 davon durch K.O. 32 Jahre ist er alt und kommt aus Hannover. Und ich freue mich ganz besonders dann auf die rote Ecke, denn dort ist Dennis Ilbay. Er ist ja hier Lokalmatador aus Köln. Erst 17 Jahre alt, 2 Profikämpfe hat er bisher absolviert, beide vorzeitig gewonnen. Also sehr gute Zahlen für den jungen Kölner, der natürlich auch der Favorit in diesem Gefecht ist. Beide haben leider für sie ein bisschen schwierig schwarz-rote Hosen an, aber ich sag mal so, Suleiman Dak, der etwas ältere Herr mit den etwas weniger Haaren, daran können sie, glaube ich, ganz gut auseinanderhalten. Rüdiger, so ein junger Mann mit 17 Jahren schon Profiboxer wie Dennis Ilbay, ist schon was Besonderes, oder? Ja, das ist was Besonderes und ja, solche Leute dürfen dann auch nur mit einer Sondergenehmigung boxen. Die werden nochmal besonders von einem Arzt durchgecheckt. Die brauchen die Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten. Was hier gegeben ist, denn sein Vater ist sein Trainer. Dann denke ich, geht das in Ordnung. Und ich sage es nochmal ganz kurz, 4 Runden dieser Kampf angesetzt. Und auch hier ist übrigens der Ringrichter wieder Arnold Golger. Ja, und der junge Kölner sieht aber auch auf den ersten Blick schon deutlich durchtrainierter aus als sein Kontrahent. Richtig. Auch die technische Grundausbildung ist weit ausgefeilter. Wobei Dak natürlich ein erfahrener Mann ist, 40 Kämpfe. Da hat man auf jeden Fall zumindest Erfahrung, viel Erfahrung gesammelt. Das ist richtig. Er weiß, wie man sich im Ring zu bewegen hat und er weiß sicherlich auch, wie man brenzlige Situationen übersteht. Ja, Ilber lässt es ziemlich ruhig angehen. Sieht schon so aus, als möchte er hier ein bisschen mehr zeigen als nur einen schnellen K.O. Der scheint mir jederzeit möglich. Und nochmal, komm. Obwohl Ilbay nicht viel tut für den Kampf, bestimmt er das Geschehen vollkommen. Also er hat die totale Kontrolle über das Kampfgeschehen. Er baut psychischen Druck durch seine Ausstrahlung auf. Seine Führungshand ist brandgefährlich, blitzschnell. Und schon die Art und Weise, wie die trifft, da kann man schon gut dran ablesen, dass sie hart ist. Ja, jetzt hat aber auch Suleiman Dak mal einen Treffer gelandet, kam da ganz schön durch. Und vielleicht noch interessant für Sie zu wissen, Dennis Ilbay hat eigentlich mit Thai-Boxen angefangen, schon seit er 4 Jahre alt ist. Spezialisiert sich jetzt aber schon seit längerer Zeit auf das Boxen, unter anderem auch. Und ein sehr schöner Treffer des jungen Kölners. Ja, da ist das schnelle Ende schon absehbar. Aber die erste Runde hat Dak gleich überstanden. Noch 2 schöne Treffer zum Abschluss von Dennis Ilbay. Und dann wollte ich die Geschichte vom Thai-Boxen noch kurz zu Ende erzählen. Er hat nämlich zum Boxen gewechselt, weil das Thai-Boxen für die Gesundheit nicht ganz so gut ist. Zum einen mehr Verletzungen auch in den Kämpfen, aber besonders die Füße und die Beine sind nach längerer Zeit als Thai-Boxer
hohen Belastungen ausgesetzt. Deswegen gibt es da häufiger Zündungen. Sein Vater, den wir hier übrigens im Rücken zur Kamera sehen, kann davon ein Lied erzählen. Er war nämlich auch Thai-Boxer und hat jetzt noch Probleme mit seinen Füßen. Da schauen wir noch mal rein in die Zeitlupe. Ja, das ist ein sehr schöner Treffer mit der Schlaghand, unvorbereitet, ohne die Führungshand. Und ich glaube, Ilbay hat jetzt gut Lunte gerochen und wird das Ende des Kampfes dann suchen. Wobei man ja so als Grundprinzip sagen kann, je geringer die Gewichtsklasse, desto seltener ist ein K.O., oder? Das stimmt, aber hier scheint die physische Überlegenheit doch deutlich genug. Zweite Runde also. Ist aber nicht so, dass Süleyman Dak jetzt hier völlig chancenlos ist. Hin und wieder kommt er auch mal durch mit einzelnen Schlägen. Ja, er ist in der Lage, Ilbay zu treffen, aber die Schläge sind nicht hart genug. Sie werden mit wenig Überzeugung geschlagen, sodass da wenig Power dahinter steckt. Die Treffer sind sichtbar, sie landen auf den Punktzetteln, aber sie hinterlassen bei Ilbay kaum Spuren. Ja, und da zeigt Dak auch schon erste Anzeichen, dass er deutlicher getroffen wurde. Wackelt ein bisschen. Ja, sehr schön abgekontert. Ja, und desto öfter er so hart getroffen wird, desto langsamer werden seine eigenen Schläge, die Schläge von Dak. Und Ilbay hat leichtes Spiel, wie man hier sieht. Was mir bei Ilbay sehr gut gefällt, ist, dass er nicht einfach jetzt wild drauf losgeht. Er hat gesehen, dass er seinen Gegner im Griff hat und dass er ihn hart treffen kann. Dann ist oft die Gefahr, dass man verkrampft und mit aller Macht den Gegner richtig gehend wegholzen möchte. Das macht er nicht. Er bereitet immer wieder schön vor mit leichten Schlägen und akzentuiert dann einen Schlag, so wie hier. Das ist ein schöner Treffer und da ist Süleyman Dak zum ersten Mal auf dem Boden. Dieser Treffer war wunderbar vorbereitet und das zeigt die Kampfsporterfahrung von Ilbay. Und wenn er das so weitermacht, dann wird in dieser Runde der Kampf beendet sein. Ja. Süleyman Dak kommt noch einmal zurück, bis 8 angezählt, weiter geht's. Er ist noch nicht richtig klar. Er ist immer noch benommen. Und Ilbay spürt das. Er muss jetzt sehen, dass er Schlagdistanz aufbauen kann, dass der Gegner nicht zu dicht dran steht, dass er genügend Platz hat zum Schlagen. Und dann wird er die Lücke finden, die den Kampf beendet. Sehr schön. Und da trifft er ihn erneut. Sehr das war's. Schön. Und Süleyman Dak schwer am Boden, kommt noch mal zurück. Das ist die Frage. Nein. Und da wird das Handtuch auch geworfen aus der Ecke. Deutlicher Sieg also für Dennis Ilbay. K.O. in der zweiten Runde gegen Süleyman Dak. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von diesem jungen Kölner noch viel hören werden in der Zukunft. Ja, das sieht sehr vielversprechend aus. Und wenn er so weiter boxt und am Boden bleibt und nicht versucht, den großen Zauberprinzen rauszuholen, dann kann man da noch einiges erwarten. Ja, und während hier noch die Zettel eingesammelt werden, denn auch natürlich bei einem K.O. gibt es ein offizielles Urteil, können wir uns den letzten Niederschlag, glaube ich, noch mal genauer anschauen. Schöne Rechte mit der Linken noch mal. Ja, das war sehr schön gefinisht. Die Einleitung dieses Niederschlags hat man leider nicht gesehen. Er hat, bevor er diese Aktion gestartet hat, zur Leber geschlagen, hat sehr schön also mit dem linken Körperhaken getroffen und hat damit den Gegner schon vorparalysiert und hat dann sehr schön die Situation abgewartet, nachgesetzt und richtig schön nachgewaschen und der Gegner lag am Boden, der Kampf war beendet. Dann hören wir uns noch das offizielle Urteil an. Sieger nach 2 Minuten und 54 Sekunden der zweiten Runde durch technische K.O. unser Gast aus Köln, in Köln und damit in seinem dritten Profikampf, den
nochmal von unserer Seite an Dennis Ilbay. Und wir sind natürlich auch froh, dass Suleiman Dak schon wieder auf den Beinen ist und völlig zu Recht auch seinem Kontrahenten hier gratuliert. Und wir können uns bestimmt nochmal die Zeitlupe des Niederschlages anschauen, bevor wir dann zurückgeben zu Oliver Schöndube. Da sehen wir es nochmal. Ja, das war wirklich ein klarer Treffer. Der letzte Treffer hier zu sehen ist grenzwertig. Ist noch Hinterkopf? Ne, er ist nicht ganz auf den Hinterkopf, er ist kurz unter dem Ohr. Das ist noch legal und das ist genau die Schwierigkeit, wenn man am Ohr getroffen wird. Gleichgewichtsorgan, dann geht es unweigerlich nach unten. Aber klarer Sieg für Dennis Ilbay und damit zurück zu Oliver Schöndube.